guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da seid. Vielen Dank in Ihrem Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, willkommen. Willkommen zu dieser Sendung, in der wir gleich zu Beginn ein Ehepaar begrüßen wollen, das irgendwie so gar nicht zu den gängigen Klischees passt, muss man sagen. Und das, obwohl sie schon seit mehr als 13 Jahren zusammen sind, was bedeutet, dass es wunderbar läuft. Das erste Mal hat sie ihn als Schülerin im Fernsehen gesehen. Danach liefen sie sich durch Zufall immer wieder über den Weg. Und beim dritten Mal dann soll er endlich die Frage aller Fragen gestellt haben, nämlich, wollen wir vielleicht einen trinken? Und zwar mit dieser Stimme, die mich ja bis heute vermuten lässt, dass er und Volker Lechtenbrink wahrscheinlich ein und dieselbe Person sind. Matula ist die Rolle, die ihn in den 80er Jahren so berühmt machte, dass er irgendwann nichts mehr anderes spielen konnte. Als er irgendwann dann in einem Film über Helmut Kohl endlich mal Heiner Geißler spielen durfte, stand am nächsten Tag in der Zeitung, was macht der Matula in der Pfalz? Fluch und Segen, so wie überhaupt sein ganzes Leben zwischen Bombennächten in Berlin, sozialistischem Studentenbund in Göttingen und Kiffen in Afghanistan. Und es begann schon bei der Geburt, über die er schreibt, ich war so hässlich, als mein Vater mich sah, brach er in Tränen aus. Herzlich willkommen, Sarah und Klaus-Theo Gärtner. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Das ist hart. Das ist hart. So, und noch einer. Und noch einer heute bei uns, dessen atemberaubende Karriere Fluch und Segen gleichermaßen war. Er war und ist einer dieser fünf Jungs, die dem wiedervereinigten Deutschland als erste zeigten, der Osten, das ist nicht nur grau in grau, das ist bunt und lustig und nicht nur Niedergang, sondern steiler Aufstieg. Mit den Prinzen hat er unglaubliche 7 Millionen CDs verkauft. Und es gab Jahre, in denen sie an 300 Tagen irgendwo auf irgendeiner Bühne standen. Und trotzdem sagt er heute, ich wäre gerne nicht erfolgreich gewesen. Dahinter verbirgt sich ein Drama, von dem er jetzt zum ersten Mal erzählt. Es war 2001. Es war die Nacht, in der er seine Frau verlor. Herzlich willkommen, Jens Sempner. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und wir wollen heute mit diesen drei Männern über die Frage reden. Wir wollen über die Frage reden, wie kommt das Böse in uns Menschen und was bringt es tatsächlich zum Vorschein? Das wollen wir tun mit drei Männern, von denen jeder aus einer ganz anderen Perspektive darauf blickt. Er zum Beispiel blickt als Radioreporter seit Monaten auf die Akte Höxter, über die der Spiegel schrieb. Diese Akte dokumentiert menschliche Abgründe, die rational nicht mehr zu erklären sind. In sein Leben wiederum kam das Böse am 6. September 1991. Damals wurde seine Mutter von einem Mann entführt, der später als der Säuremörder Lutz Reinstrom in die Kriminalgeschichte einging. Und er wiederum gilt als einer der renommiertesten Kriminalpsychologen der Welt und hat den Sadisten Lutz Reinstrom Jahre später im Hochsicherheitsgefängnis mehrfach befragt und musste erleben, wie er, der Profi, von diesem Täter auf perfide Art und Weise selbst manipuliert wurde. Herzlich willkommen, Tobias Fennecker, Olaf Seicher und Thomas Müller. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unsere Gäste sind. Also, es gibt viel zu besprechen. Ich würde gerne mit Ihnen anfangen, Herr Fennecker. Sie kommen gerade vom zweiten Prozesstag in Paderborn. Worum ging es da heute? Stichwort Akte Höxter. Heute war ja im Grunde genommen der erste richtig spannende Tag, würde ich fast behaupten, weil am ersten Tag wurde ja in Anführungsstrichen nur die Anklage verlesen und es gab den ersten Antrag eines Verteidigers. Aber heute ging es ja dann direkt richtig in die Vollen, würde ich fast sagen, denn es ging ja los mit der Vernehmung der Angeklagten, Angelika W. Und in den vergangenen Tagen wurde noch spekuliert, was sagt sie denn überhaupt und was macht auch der Verteidiger? Was schlägt er hier für eine Taktik vor? Und heute ging es dann aber weit über das hinaus, was wir erwartet hatten. Eigentlich sollte es nur um den Lebenslauf von ihr gehen. Aber da sie so detailliert erzählt, also ein Detailreichtum, den, glaube ich, keiner von uns für möglich gehalten hatte, haben wir schon wieder so viel erfahren, auch so viel Brutalität erfahren, die für uns alle ja, nicht vorstellbar ist. Man merkt an der Art und Weise, auch wie Sie erzählen, Sie sind ganz, ganz tief drin in diesem Thema. Wir schauen einmal kurz rein, ein kurzer Rückblick. Ist tatsächlich einer der spektakulärsten Kriminalfälle der letzten Jahre, der derzeit da am Landgericht in Paderborn verhandelt wird. Angeklagt sind Wilfried und Angelika W., unter anderem wegen zweifachen Mordes durch Unterlassen, wie es im Juristendeutsch heißt. Das sogenannte Horrorpärchen aus Höxter soll über Jahre in seinem Haus Frauen gequält und gefoltert haben. So steht es in der Anklageschrift. Zwei Frauen überlebten dieses Martyrium nicht.
Über Kontaktanzeigen lockte das Paar immer wieder Frauen in das Haus nach Höxter. Im April dieses Jahres dann kam die Polizei dem Paar durch Zufall auf die Spur, als nämlich Wilfried und Angelika ihr schwer verletztes Opfer Susanne F. aus dem Haus schaffen wollten, gab es eine Autopanne. Der herbeigerufene Notarzt brachte die verletzte Frau ins Krankenhaus, wo sie wenig später an ihren schweren Verletzungen starb. Schnell stellte sich heraus, Susanne F. war nicht das einzige Opfer. Angelika W. gibt in Vernehmungen zu, dass sie und ihr Ex-Mann bereits 2014 eine weitere Frau zu Tode gequält und den Leichnam beseitigt haben. Der Leichnam ist dann von den Beschuldigten in einer Tiefkühltruhe in dem Haus tiefgefroren worden, in der Folgezeit immer wieder in kleinere Stücke zerteilt worden, die dann in dem Kaminofen des Wohnzimmers verbrannt worden sind. Die Asche ist dann an den Straßen der Umgebung verstreut worden jeweils. Mindestens 8 Frauen sollen in diesem Haus gelebt und gelitten haben. Es ging ganz offenbar um Machtausübung. Die Angeklagten beschuldigen sich im Prozess mittlerweile gegenseitig. Angelika W. spricht von Abhängigkeit und gibt an, ihrem Partner hörig gewesen zu sein. Doch die Frage ist, wie viele Opfer gibt es wirklich und wer war die treibende Kraft? Herr Fennecker, Sie haben diese beiden Menschen gerade vor Gericht erlebt. Was sind das für Menschen? Das ist ganz schwierig zu beurteilen, natürlich gerade jetzt zu Beginn. Bei ihm war es so zum Prozessauftakt, dass er sich ja fast noch positioniert hat für die Medien. Als er reinkam, hat er zum Prozessauftakt einmal kurz geschnauft und er sagte kurz sowas nach dem Motto, doch so viele. Und dann hat er sich aber minutenlang für die Kameras, für die Fotografen nochmal in Stellung gesetzt, hat sich ja auch hingestellt, die Brust raus und nochmal klar gemacht, jawohl, ich bin hier vielleicht der Herr im Hause. Sie hat beim Prozessauftakt eigentlich direkt klar gemacht, ich will, dass die Rolle des Opfers spielen. Und genau so ging es dann auch heute weiter, als sie dann ausgesagt hat. Sie hat im Grunde genommen Brutalitäten vorgetragen, aber mit einer Leichtigkeit, die wir uns nicht vorstellen können. Sie hat über Sachen gesprochen, dass er ihr zum Beispiel die Brüste blutig gebissen hat. Hat das aber erzählt, als wenn ich Ihnen erzählen würde, Herr Lanz, dass ich eben noch in den Supermarkt gehe, um Wurst oder Käse zu kaufen. Das ist ganz, ganz komisch. Man kann das vielleicht damit erklären, dass sie natürlich in dieser Opferrolle jetzt auch gerne gesehen werden will, weil das natürlich auch Vorteile hätte, vielleicht für einen späteres Urteil. Wenn sie sagt, ich war ihm von ihm abhängig, ich war ihm hörig, das steht ja sogar in der Anklage, dann könnte das natürlich mildernde Umstände auf das Urteil haben, weil sie aus dieser Rolle, aus dieser Abhängigkeit einfach nicht mehr herauskam. Wie lautet genau die Anklage? Ist es unterlassene Hilfeleistung? Ist es tatsächlich Mord? Was ist die Anklage? Die Anklage lautet genau, also gemeinschaftlicher Mord in 2 Fällen, Mord durch Unterlassen. Das ist ein kleiner Unterschied zur unterlassenen Hilfeleistung. Man kann sich das so vorstellen, wenn ich jemanden erwürge, dann ist das natürlich aktives Tun. Dann ist das Mord natürlich, man kann sich das gut vorstellen. Wenn ich aber jemanden in meinem Haus habe und ich weiß genau, dieserjenige braucht jetzt zu essen oder braucht zu trinken und ich tue nichts und ich lasse ihn einfach dahin vegetieren, möchte ich fast sagen. Dann ist es Mord durch Unterlassen. Und genau das wird diesen beiden vorgeworfen, dass das diesen beiden Frauen passiert ist. Denn diese beiden Frauen, die gestorben sind, sind ja nicht dadurch gestorben, dass sie Schläge oder Tritte nur bekommen haben oder sind dadurch gestorben, dass sie erwürgt worden sind, sondern sie sind im Grunde am Ende durch Nichtstun gestorben, nämlich durch Nichtstun der beiden Angeklagten. Bei ihr ist es da darüber hinaus noch, ihr wird noch ein zusätzlicher Mord vorgeworfen. Der bezieht sich allerdings auch auf eines der beiden späteren Todesopfer, weil sie eines der beiden späteren Todesopfer einmal in der Badewanne angekettet haben soll, das Wasser aufgedreht haben soll, den Stöpsel reingemacht haben soll, den Raum verlassen hat, nach oben gegangen ist zu ihm, zum Angeklagten Wilfried Fee und wörtlich gesagt hat, die ersäuft dann wohl jetzt. Das sind Details, die auch so wie Sie sie schildern, schwer zu ertragen sind, Herr Müller. Wenn man die beiden so sieht vor Gericht, man stellt sich Menschen, die so etwas tun, anders vor. Ist das etwas, mit dem Sie häufig konfrontiert sind? Haben wir eine falsche Vorstellung davon, wie jemand, der tatsächlich böse ist, wie der auszusehen hat? Wie stellen Sie sich denn böse Menschen vor? Das ist die Frage. Man stellt sich vor, dass man ein Gefühl dafür hat. Und man fragt sich, wie kann es sein, dass jemand Frauen, die ja offenbar aus der ganzen Bundesrepublik kamen, sogar in Tschechien sind ja Anzeigen geschaltet worden, um Frauen in dieses Haus nach Höxter zu kriegen, dass man ein Gefühl dafür hat, dass irgendetwas in diesem Haus nicht stimmt. Aber offenbar war ja das Gegenteil der Fall. Wissen Sie, ich habe in meiner beruflichen Karriere keine 2 Sätze öfters gehört wie die folgenden. Wenn ein komplexes Verbrechen aufgeklärt wird, wie jetzt zum Beispiel in Höxter, und die Medien oder die Staatsanwaltschaft präsentieren einen Tatverdächtigen, dann gibt es genügend Menschen, die sagen, aber doch nicht der, das war der liebe nette Nachbarn und der
mit den Kindern gespielt und hat mir dann geholfen, das Dach reparieren. Und je nach Komplexität des Verbrechens dauert es zwischen 30, 40, 50 Stunden. Und dann gibt es plötzlich genügend viele Menschen, die sagen, ja, der war immer schon irgendwie komisch. Aber was sagt uns denn dieser allgemeine Wandel, dass wir eigentlich vollkommen unfähig sind, festzustellen, was wir jemandem zutrauen und was nicht? Und ich habe mit sehr, sehr vielen Menschen gesprochen, die hochkomplexe Verbrechen begangen haben, Serienvergewaltigern, Serienmördern, Bombenbauern. Aber ich habe keinen einzigen getroffen, der gelbe Augen gehabt hat oder mit den Fingernägeln am Boden dahingekratzt. Und Sie dürfen das jetzt bitte nicht falsch verstehen. Diese Menschen schauen so auch wie Sie oder ich. Das, was sie antreibt, ja, genau, das ist der große Unterschied. Genau, dieser Sadismus, diese, wie beschreibt eigentlich der Psychologe Sadismus? Was ist das in Ihrer Definition? Wir haben ja nur so eine vage Vorstellung davon. Nun, da gibt es leider Gottes eine falsche Definition, die sehr gängig ist, dass man sagt, der sexuelle Sadist bezieht aus dem Quälen des Opfers eine Befriedigung, eine sexuelle Befriedigung. Und es geht aber einen Schritt weiter, er bezieht die Befriedigung aus der Reaktion des Opfers auf das Quälen. Das heißt, das Quälen, Torture, wie die Amerikaner sagen, ist eigentlich nur Mittel zum Zweck. Das heißt, verstorbene Opfer seien für einen Sadisten eigentlich vollkommen wertlos und deswegen verwenden sie sehr viel Anstrengung und die gesamte Intelligenz, um die Opfer so gut wie möglich zu verbergen, zu vergraben, zu verstecken, sodass man sie nie mehr findet. Aber das, was sie antreibt, sind diese dunklen Fantasien. Sie müssen sich diese Menschen ein bisschen plastisch, wenn Sie gestatten, so vorstellen, als ob die ein riesen schwarzes Loch hätten. Und sie versuchen jetzt, andere Menschen zu manipulieren. Sie versuchen zu antizipieren, wie sie ihnen Schmerzen zufügen können, dass sie darauf reagieren können. Dass sie irgendeine Reaktion von denen bekommen, in der Hoffnung, dass dieses Schwarze doch irgendwie sie fühlt. Das fühlt sich aber nicht, sondern es wird immer größer. Welche Rolle spielt Sexualität dabei? Eine sehr, sehr große. Natürlich gibt es auch sadistische Menschen, die abgesehen von der Sexualität etwas sadistische Tendenzen haben. Aber die Sexualität und die sadistische Rolle in der Sexualität ist eine sehr große, insbesondere dann, wenn es zu schwerwiegenden Straftaten kommt. Und Sie müssen sich das vorstellen, dass wir eigentlich die Basis dafür, und das wissen wir heute, dass Kinder, die in relativ früher Zeit in einer außergewöhnlichen, dramatischen Erlebnis hineinkommen, gibt ihnen die Mutter Natur eine Möglichkeit, um mit diesen schwierigen Situationen umzugehen. Das ist die Fantasie. Wenn ich die Augen zumache, die Dunkelheit ist der Freund der Fantasie, dann kann ich mit außergewöhnlichen Momenten, mit denen ich nicht zu Pass komme, mit denen kann ich umgehen. Ja? Wenn ich in der Fantasie kann ich Kampfmaschinen kreieren, ich bin plötzlich mächtig, ich habe Gewaltfantasien oder sowas. Und wenn die Mutter Natur jetzt Sexualhormone über die jungen Körper drüber schüttet im 12., 13., 14. Lebensjahr, den sinkend, da verbinden sich Gewaltfantasien mit Sexualität und sie haben die Basis für jedes Sexualverbrechen. Und das kann eine Vergewaltigung sein, das kann aber auch so weit gehen, dass die Menschen dann tatsächlich so konditioniert sind, dass sie sagen, ich brauche den Widerstand des anderen, ich brauche die Qual, ich brauche das Mittel, den Mittel zum Zweck, wie der andere darauf reagiert, damit ich irgendeine Befriedigung kriege. Das sind eigentlich sehr kalte Menschen. Das heißt, da ist eine Tat, die wahrscheinlich über Jahre in der Fantasie schon immer wieder begangen wird, die genau und minutiös geplant ist. Und das Einzige, was zufällig ist, ist das Opfer, das gerade dummerweise in dem Moment verfügbar ist? Es ist bei diesen Menschen alles geplant. Was sie sagen, wie sie ihre Bunker bauen, welche Gegenstände sie verwenden, wie sie sich selber präsentieren oder sonst irgendetwas. Bis auf eine Sache, das Opfer. Das ist in der Regel zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Und dieser Planungsgrad, dieser enorme Planungsgrad, so wie Sie sagen, es wacht niemand in der Früh auf und sagt, heute mache ich ein Tötungsdelikt und geht am Abend ins Bett und sagt, nein, es war ein schlechter Tag, ich mache es nie mehr wieder. Sondern gerade bei sexuellen Tötungsdelikten ist das ein Prozess, ein progredienter Prozess, der über Jahre hinweg geht. Und ich kann mich erinnern, ich habe einmal jemanden interviewt, der einige Frauen vergewaltigt hat und zum Schluss zwei umgebracht hat. Und dann hat er gesagt, meine sexuellen Fantasien sind wie ein Schloss mit 1000 Räumen. Und jeden Tag kommen 10 neue dazu. Also diese Menschen fangen in der Früh schon drüber fantasieren an, was sie noch machen können und am Abend hören sie auf. Manchmal habe ich sogar subjektives Gefühl, sie träumen sogar noch davon, wie sie diese Fantasien ausbauen können. Herr Fedeker, zurück nach Höxter. Das ist eine kleine Stadt, 30.000 Menschen, glaube ich, leben dort ungefähr. Wir haben uns im Mai dieses Jahres das erste Mal gesehen, als dieser Fall plötzlich publik wurde. Die auch viele beschäftigt hat, auch medial sehr oft aufbereitet worden ist.
Was hat sich seitdem dort getan? Wie hat sich das entwickelt? Und was hat das auch mit dieser Stadt und den Menschen dort gemacht? Sie müssen das ja so sehen, das ist ja sogar in Höxter Bosseborn, also einem noch kleineren Ortsteil dieser Kreisstadt passiert ist. Und Bosseborn hat gerade mal 529 Einwohner, also extrem klein. Und natürlich wurde dieser Ortsteil am Anfang belagert, man kann es nicht anders nennen, von ganz, ganz vielen Medien, natürlich auch von vielen Schaulustigen, die einfach vorbeigefahren sind. Das wurde uns auch immer wieder erzählt. Es sind Kennzeichen vorgefahren aus allen möglichen Städten Deutschlands, die einfach mal dieses Haus sehen wollten, was natürlich dann irgendwann zu einer totalen Abschottung der Bewohner Bosseborns geführt hat. Die wollten mit niemandem mehr sprechen. Mittlerweile ist das so ein bisschen besser wieder geworden. Es wurde zum Beispiel ein Dorffest, was damals extra verschoben wurde, wurde mittlerweile wieder nachgeholt. Aber trotzdem sind die Leute natürlich noch sehr, sehr reserviert, sehr vorsichtig, gerade im Umgang mit Fremden. Jetzt erst recht. Man muss natürlich auch dazu sehen, für diesen Ortsteil ist das im Grunde genommen die schlimmste Strafe, die man einem Ortsteil geben kann. Sie müssen nur mal bei Google das Wort Bosseborn eingeben und dann sehen Sie an der Autovervollständigung, was als nächstes kommt. Da kommt dann Mörder, da kommen Taten, da kommt Brutalitäten etc. Das ist natürlich, also so ein bisschen normales Leben ist vielleicht mittlerweile wieder möglich, aber es ist trotzdem schwierig. Gibt es denn mittlerweile zumindest den Versuch einer Antwort auf die Frage, wie war das eigentlich möglich, gerade in so einer kleinen Gemeinschaft von 500 und noch ein paar Menschen, dass die dort jahrelang so etwas treiben und es fällt eigentlich keinem auf? Ich glaube, da haben wir uns Zusammenspiel von mehreren Faktoren. Also wir haben zum einen, glaube ich, Angst vieler Nachbarn einfach, weil gerade Wilfried W., ja, das haben uns ja auch Anwohner immer wieder gegenüber Radio Hochstift bestätigt, die gesagt haben, nein, mit dem wollten wir nichts zu tun haben, weil er von Anfang an auch relativ klar gemacht hat, wer der Herr im Haus ist und dass er auch mit niemandem zu tun haben will. Also er wurde nicht direkt gewalttätig, aber mit seinen Aussagen, mit seinen Worten direkt klar gemacht, ich will mit euch nichts zu tun haben, ich bin hier neu hingezogen, bitte lasst mich in Ruhe, dann lasse ich euch auch vielleicht in Ruhe. Also die Anwohner haben gesehen, okay, es sind Autos mit fremden Kennzeichen vorgefahren und haben auch vielleicht mal gesehen, dass auf einmal eine Frau in das Haus ging, die Tage später mit einer Glatze wieder rauskam, weil ihnen natürlich haarbüschelweise ja die Haare ausgerissen worden sind und dann zum Schein wurde ihnen eine Glatze rasiert. Aber im Grunde genommen, zum Teil wollten es vielleicht die Bewohner auch nicht wissen und zum Teil wussten sie es vielleicht auch selbst nicht, auch weil das ganze Leben im Grunde genommen sich ja nachts abspielt. Also es war so, dass es eigentlich ab 22 Uhr meistens richtig losging und dann wurde nachts natürlich auch die Sachen, ich sag mal, die Misshandlungen durchgeführt, die durchgeführt werden sollten und mussten und extra natürlich auch nachts, damit es niemand mitbekommen ist, wurden die Vorhänge zugezogen und dann ging es los. Und dann wurde erstmal am nächsten Tag wieder bis mittags geschlafen und deshalb haben auch viele Nachbarn gar nicht unbedingt direkt was mitbekommen. Wie viele Prozesstage sind da angesetzt? Prozesstage sind unglaublich viele angesetzt. Es ist erstmal jetzt bis Ende März sozusagen sind Termine angesetzt. Es geht jetzt weiter am 30. November, ab dann jeden Dienstag. Tatsächlich sind 48 Zeugen geladen, also das wird eine ganz, ganz schwierige Sache. Und hat man denn mittlerweile eine Idee davon, über wie viele Opfer wir tatsächlich sprechen? Es gibt ja auch viele Frauen offenbar, die sich auch aus Scham niemals an die Polizei gewandt haben. Genau so ist es. Also man weiß, dass diese beiden Kontakt hatten zu hunderten Frauen. Man hat allerdings bislang auch immer weiter nur 8 Frauen tatsächlich ermitteln können, die entweder finanziell oder körperlich geschädigt oder misshandelt worden sind. Es wurden nicht alle diese 8 Frauen körperlich misshandelt. Einige haben zum Teil auch nur in Anführungsstrichen größere Bargeldsummen abgegeben. Also die wurden so psychologisch beeinflusst, dass sie am Ende gesagt haben, jawohl, 100.000 Euro oder teilweise damals auch 100.000 D-Mark, die bekommst du von mir, weil Wilfried und Angelika einfach einen gewissen Charme, eine gewisse Leichtigkeit in ihren Worten gehabt haben müssen, um diese Frauen zu überzeugen. Ich behaupte für meinen Teil, es sind deutlich mehr als diese 8 Frauen, die geschädigt worden sind, aber es gibt sicherlich eine ganz, ganz hohe Dunkelziffer, die sich aus Angst, die sich aus Scham oder aus sonstigen Gründen bis heute nicht gemeldet haben. So, das ist der aktuelle Fall aus Höxter. Wir wollen die Gelegenheit nutzen, weil wir Herrn Müller und auch Herrn Seiche hier haben, über ein Verbrechen zu sprechen, das 25 Jahre zurückliegt. Bevor wir gleich auch filmisch zurückblicken, würde ich Sie gerne fragen, Herr Müller, Sie sagen, zwischen Höxter und dem Fall des Säuremörders hier in Hamburg gibt es durchaus Parallelen. Inwiefern? Der Planungsgrad. Sie müssen also immer davon ausgehen, dass Täter, die eigentlich ein Verbrechen begehen, Kernentscheidungen treffen müssen, bevor sie überhaupt an das Opfer denken. Ja, ist es eine sehr situative Situation? Ist es ungeplant? Nehme ich irgendeine Waffe, die mir gerade zur Verfügung steht? Oder bereite ich irgendetwas vor, wo ich meine Opfer längere Zeit unter Kontrolle und unter meine Gewalt bringen kann? So wie der Kollege sagt, es ist in der Nacht losgegangen, es war das eigene Haus, da kenne ich mich aus, ich weiß, wie die Umgebung ist und so weiter. Und wenn Sie an die Geschichte in Hamburg mit dem Lutz Reinstrom denken, der da zweifelsohne auch unter dem Applaus von vielen Nachbarn seinen Atombunker gebaut
gebaut hat und niemand etwas Böses geahnt hat, ja, dann ist das auch ein gewisser Planungsgrad. Und das ist über Wochen und Monate gegangen, bevor der nur überhaupt irgendwelche Opfer gehabt. Also das sind die Parallelen. Ja. Das ist eine Parallele über die andere, über diese Fähigkeit, Menschen zu manipulieren und für sich einzunehmen. Wenn wir gleich noch mal gesondert sprechen, Sie haben das auch selber unterm eigenen Leib zu spüren bekommen. Wir schauen mal kurz zurück. Es war dieses Grundstück hier in Hamburg-Rahlstedt, auf dem Polizei 1992 eine grausige Entdeckung machte, nämlich zwei Säurefässer mit menschlichen Überresten. Dieser Fund war das letzte Puzzlestück in einer unheimlichen Mordserie. Und diese Mordserie begann im März 1986. Der Kürschner Lutz Rheinstrom baut im Haus seines Gartens einen unterirdischen Atombunker aus. Dorthin verschleppte er sein erstes Opfer, Hildegard K., missbraucht, quält die Frau, macht Fotos von ihren Tonbandaufnahmen. Damit ihr Verschwinden nicht auffällt, zwingt er sie, ihren Verwandten Postkarten zu schreiben mit vermeintlichen Grüßen aus dem Ausland. Schließlich ermordet Rheinstrom die Frau, zersägt die Leiche, vergräbt sie in mit Säure gefüllten Ölfässern. 1988 dann entführt, foltert und ermordet er eine zweite Frau. Ans Tageslicht aber kommen Rheinstroms Morde erst 1992, nachdem er nämlich sein drittes Opfer Christa Seiche nach 7 Tagen Gefangenschaft überraschenderweise freilässt. Rheinstrom wird der Prozess gemacht. Am 22. Mai 1996 wird er zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Herr Seiche, wenn Sie diese Bilder sehen, wir haben eben gehört, den Namen Christa Seiche, es ist Ihre Mutter, über die wir da gerade sprechen. Wenn Sie diese Bilder von Lutz Rheinstrom heute sehen, was geht Ihnen da durch den Kopf? Ja, da geht mir erstmal ganz einfach auch eine Gänsehaut über den Rücken, weil das die Erinnerungen doch wieder recht real werden lässt. Ich war damals ja 25, also ich war ein junger Mann, der da in ein Erlebnis reingeschlittert ist, was man sich so eigentlich gar nicht vorstellen kann. Das war der 6. September 91, als Ihre Mutter damals entführt und nach 7 Tagen freigelassen wurde. Wie haben Sie diesen Tag in Erinnerung? Was ist an dem Tag passiert? Naja, das fing alles damit an, dass ich meine Mutter halt schlicht nicht erreichen konnte und dann den Lebensgefährten von ihr angerufen habe und der mir erklärte, ja, also deine Mutter ist entführt worden und wir haben hier Lösegeldforderungen. Und daraufhin bin ich dann zu meinem Elternhaus gefahren und habe dann auch schon ganz eigentümlich gesehen, sie hat ihren Pkw, den hat sie ganz komisch auf dem Parkplatz geparkt, wo der gar nicht hingehörte. Das war schon alles sehr, sehr dubios. Und dann habe ich von meiner Seite aus, dadurch, dass bei dem Lebensgefährten meiner Mutter die Polizei eben auch schon war, die wiederum informiert. Und dann nahmen die Dinge quasi ihren Lauf. Mhm. Haben Sie persönlich Kontakt mit diesem Täter gehabt, wenn Sie sagen Lösegeldforderung? Wer hat die gestellt? Wie ging das über die Bühne? Ja, es war damals so, dass die Gesundheit von dem Lebensgefährten meiner Mutter stark angeschlagen war. So, dass er also wirklich jedes Mal, wenn er angerufen wurde, Herzrasen bekam. Und aufgrund von diversen Kommunikationsproblemen kam dann bei meiner Mutter in den Bunker, wo sie festgehalten wurde, kam dann an, ihr Lebensgefährte wollte nicht zahlen, was aber damals gar nicht stimmte, sondern einfach nur ein Missverständnis war. Dann kam sie auf die Idee, dass wir ja aus unserem Eigenheim, das können wir ja auch beleihen, und dann sollte sich der Entführer an mich wenden. Und die weiteren Verhandlungen wurden dann alle über mich geführt. So, Ihre Mutter ist dann 7 Tage später überraschenderweise freigelassen worden. Was hat sie Ihnen über diese 7 Tage erzählt? Haben Sie jemals darüber gesprochen? Also sie hatte ja damals oder war damals in der Situation, dass sie ja freigelassen wurde, unmittelbar vor einer Polizeistation. Und sie hatte ja erstmal das Problem, dass ihr erster Kontakt wieder waren dann die Polizeibeamten und die haben ihr schlicht kein Wort geglaubt. Und das haben sie sich auch merken lassen. Entsprechend war dann natürlich auch die Kommunikation meiner Mutter, als sie dann irgendwann nach Hause kam, dann hat sie sich sehr, sehr stark zurückgehalten. Das heißt, wir haben eine ganz lange Zeit eigentlich gar nichts erfahren. Klar, außer den Medienberichterstattungen und diesen Dingen. Aber wir haben keine Details über ihren Aufenthalt da erfahren. Es kam dann tatsächlich zu diesem Verfahren. Rheinstrom wurde dann zunächst wegen räuberischer Erpressung, ne? Damals ging es ja noch nicht um Mord, das war ja alles noch nicht bekannt zu dem Zeitpunkt, zu 3 Jahren Haft verurteilt. Und dann kriegte dieser Fall plötzlich eine ganz andere Dimension. Wie kam es dazu? Es kam dazu, dass meiner Mutter während der Gefangenschaft dort Fotos gezeigt wurden. Und
Fotos von? Von Opfern. Das heißt, der Täter hat ihr Fotos von Opfern gezeigt, die schon in diesem Keller da tatsächlich gefangen gehalten wurden und hat ja auch immer wieder gedroht, hat also auch immer wieder meiner Mutter gedroht. Und da hatte sie an dem Prozess, gab es auch Zuschauer, und einer von den Zuschauerinnen hat diese Schilderungen, die meine Mutter von dem Prozess gemacht hat, tatsächlich mit einer vermissten Person verbunden. Mhm. So, und da gab es dann eine Kriminalbeamtin, die hat diese ganze Story sehr, sehr ernst genommen und ist dann noch mal in die Ermittlungen eingestiegen. Und dann wurde unter anderem das Haus von dem Lutz Reinström auch mit Leichenspürhunden durchsucht. Und da haben sie dann tatsächlich die Fässer im Boden gefunden. Das heißt, das war diese eine Kommissarin, diese eine Polizeibeamtin, die einfach dran geblieben ist. Genau, die ist dran geblieben, aber natürlich aus Eigeninitiative, weil der Fall an sich war ja eigentlich abgeschlossen, war ein Entführungsfall. Ne? Also da war klar nachgewiesen. Er war verurteilt worden, aber nur aufgrund der Hinweise, die dort während des Prozesses aufkamen. Und aufgrund der Eigeninitiative dieser Kommissarin ist es dann dazu gekommen, dass er aufgeklärt wurde. Wenn man das heute so liest, da verschlägt es einem wirklich die Sprache. Ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Zumindest habe ich so in den Unterlagen gelesen, dass diese Frau, diese Kommissarin, wirklich auf eigene Faust ermittelt hat, teils am Wochenende, teils in ihrer Freizeit, weil ihr auch auf dem Präsidium keiner der Kollegen geglaubt hat. Ja, das, also zum einen hat ihr keiner geglaubt und zum anderen, sie hatte ja gar keinen Fall. Logisch. Es war ja gerade dargestellt, die vermissten Personen, die haben dann teilweise Briefe, Postkarten und Ähnliches geschickt. Also eigentlich war ja gar kein, also war ja gar kein Kriminalfall vorhanden. So, die Entführung war aufgeklärt. Warum soll da jemand weiter ermitteln? Diese Postkarten, die Sie gerade ansprechen, das heißt, dieser Mann hat offenbar seine Opfer dazu gebracht, Briefe, Postkarten, Abschiedsbriefe an Familie, Verwandte, Freunde zu schreiben. So nach dem Motto, ihr müsst mich nicht suchen, ich bin freiwillig irgendwo hin, in den Süden, unter die Palme, ich bin abgehauen. Richtig, das war damals so. Und insofern, auch wenn das natürlich keiner geglaubt hat, also meine Mutter hat damals mit ihrem Lebensgefährten gemeinsam auch nach, weil es stellt sich heraus, dass das seine Ehefrau war, die, die er ja schon lange vermisst hatte und wo er genau diese Postkarten bekommen hatte. Die waren beide gemeinsam lange auf der Suche nach ihr, haben sie aber nicht gefunden und haben sich eigentlich schon damit abgefunden, dass seine Ehefrau nicht mehr lebt. Mhm. Beziehungsweise nicht mehr zurückkommt. Mhm. Dass sie nicht mehr lebt, hat sich ja hinterher erst herausgestellt. Herr Müller, Sie haben den dreimal im Gefängnis getroffen. Wie haben Sie diese Begegnungen in Erinnerung? Das erste Mal, das erste Gespräch? Nun, zunächst einmal ein Satz dazu, warum geht ein Kriminalpsychologe überhaupt ins Gefangenenhaus? Wir ermitteln ja nicht, wir klagen nicht an, sondern unsere Aufgabe ist es, für die Organe der Strafrechtspflege, der Staatsanwaltschaft, die Kollegen der Kriminalpolizei, ein zusätzliches Hilfsmittel zu sein, Verhalten zu beurteilen. Sie dürfen nicht vergessen, wir beurteilen immer Menschen, die wir noch nie gesehen haben. Mhm. Nur aufgrund der Entscheidungen, die sie in einem Verbrechen begangen haben. Warum sie wie Kontrolle aufgenommen haben, warum sie die Opfer längere Zeit behalten haben, wie sie es behandelt haben und so weiter. Und um das zu lernen, können wir ja nicht in die Universitäten laufen. Es gibt auch keine Bücher darüber. Sondern, und das dürfen Sie jetzt nicht falsch verstehen, unsere Experten sitzen in den Hochsicherheitsgefängnissen. Jack Unterweger, auch berüchtigter Serienmörder Österreich, sehr bekannt, wie der sie manipuliert hat, indem er sie einfach 25 Minuten oder 2 Stunden, die Zeit weiß ich nicht mehr, der hat sie warten lassen. Und sie sind dann rein und haben so getan, als wäre ihnen das gar nicht aufgefallen, dass der 2 Stunden zu spät kommt. Und es hat den wahnsinnig gemacht. Ja, es hat den wahnsinnig gemacht. Ich habe das damals immer wieder auch gelesen, weil der verstanden hat, okay, der geht gar nicht auf meine Machtspielchen ein. Bei Reinström war es anders. Der bringt ihnen, so habe ich das nachgelesen, der bringt ihnen alles mit und bietet ihnen einen Tee an, bringt ihnen heißes Wasser mit, bringt die Teebeutel mit, bringt den Zucker mit, bringt den Becher mit. Was passiert dann? Er war wirklich sehr freundlich, hat das mitgebracht und es war kalt, es war Oktober und hat gesagt, na wollen Sie denn einen Tee trinken? Ja, der Staat zahlt alles, Pfefferminztee, Früchtetee, was wollen Sie haben? Sag ich, ja, geht's um einen Pfefferminztee. Ja. Und ich nehme den Tee und rühre um und trinke und er nimmt auch den Tee und rührt um und dann gießt er mir noch einmal ein und noch einmal und nach 3 Stunden Gespräch komme ich drauf, der hat sein Glas noch nicht einmal angerührt. Und in dem Moment, Herr Lanz, sind mir sämtliche Giftmode durch den Kopf gegangen, die ich jemals... Ja.
in meinem Leben bearbeitet habe. Also ich weiß nicht, ob Ihnen die Frau Blauensteiner etwas sagt. Die hat mehrere Männer in Österreich umgebracht, die schwarze Witwe. Ja. Und so beharrlich sie auch geschwiegen hat im Gerichtssaal, so offen war sie im persönlichen Gespräch. Und hat gesagt, wissen Sie, Herr Müller, ich habe immer Gift verwendet, wo die Menschen, sie haben sich nicht mehr bewegen können. Sie haben keine Bewegung, aber sie haben nur hören können. Und ich habe gewusst, es ist Ihnen sehr kalt. Da habe ich Sie zum Heizung, habe ich Sie hingerollt und eine Decke reingewickelt und habe gesagt, jetzt hast du noch eine Stunde zum Leben. Und in der Stunde sage ich dir jetzt alles ein, was ich dir schon immer sagen wollte, wie du mir auf die Nerven gegangen bist und sonst. Können Sie das nachvollziehen, Herr Müller? Wie gesagt, nein, nicht wirklich, Frau Blauensteiner. Ja? Aber diese Gedanken sind mir gekommen in dem Moment, wo der Herr Reinstrom sein Tee nicht angerührt hat. Und mir ist natürlich kalt geworden. Ja? Und es war natürlich die Vorstellung und nicht die Tatsache, wie es die Stoastiker sagen, die mich in dem Moment umgebracht hat. Er hat es nie vorgehabt. Aber der Umstand, dass ich jetzt aufgrund meines Wissens in diese Situation hineingekommen bin, und ich bin natürlich Monate später, wie ich dann das niedergeschrieben habe im Buch, bin ich zu ihm gegangen, das habe ich ja tun müssen, und habe ihm gesagt, hier rein, so, ich habe die Geschichte da geschrieben und da habe ich hineingeschrieben, dass ich die Vorstellung. Und er hat gelacht, er hat herzhaft gelacht, und ich sage, ich Sie vergiften, ich kann ja keiner Fliege was zu leide tun. Ja. Habe ich gesagt, ja, aber er hat zu mir gesagt, wissen Sie was? Sie sind Opfer Ihres eigenen Erfolges geworden. Aber ich sage, was meinen Sie denn damit? Hat er gesagt, wissen Sie was, es hat in Amerika einen Fall gegeben, wo ein Kraftfahrer in einem Kühlwagen hinten in den Kühlwagen hineingegangen ist und die Türe ist nicht mehr aufgegangen. Und der ist da drin erfroren. Aber der Witz an der ganzen Geschichte war, der Kühlwagen war gar nicht eingeschaltet. Und ich habe gesagt, ja, ist in Ordnung, Herr Reinstrom, tun Sie das einfach unterschreiben, dass ich das Buch rausbringen kann, ist gut. Und bin gegangen. Aber die Sache hat mir keine Ruhe gegeben. Ich habe dann ein paar Kollegen beim FBI angerufen und habe gesagt, du, ich habe da eine Geschichte gehört, stimmt das? Und ich habe gesagt, die haben nachgegraben und den Fall hat es wirklich gegeben. Da ist ein Kühlwagen im sonnigen Florida gestanden, wo es innen im Kühlwagen wärmer war wie außen. Und man hat die Aufzeichnungen auf den Wänden gefunden, es wird langsam kalt und ich kann meine Finger nicht mehr spüren und ich kann mich nicht mehr bewegen und so weiter. So, was es eigentlich damit zum Ausdruck bringen möchte, ist Folgendes. Die Stoastiker lehren uns, es ist nicht die Tatsache, sondern die Vorstellung, die uns glücklich oder unglücklich macht. Und der Geist kann uns manchmal niederdrücken und hinauf. Und Menschen wie der Herr Reinstrom, der Herr Fritzl oder ich glaube auch, wie wohl Ferndiagnosen ja immer die Tragfähigkeit von feuchtem Seidenpapier haben. Daher kann ich mich zu höchster nicht äußern. Ja. Aber ich glaube, in diesen Fällen, was diese Persönlichkeiten gleich haben, sie verstehen dieses Prinzip. Und sind jetzt in der Lage, in anderen Menschen eine Situation hervorzuheben, wo die mehr oder minder selber verstanden sind. Also, das müssen wir lernen. Müssen wir lernen. Und ich erlebe gerade wieder, es ist so hart das auch ist, aber das Böse hat auch eine Faszination. Das erlebt man gerade wieder, auch wenn man Ihnen zuhört. Danke Ihnen dreien ganz, ganz herzlich. Das war ungeheuer spannend und sehr informativ. Vielen Dank. Wir werden das weiter beobachten. So, und jetzt müssen wir mal ein bisschen durchatmen und dafür sind Sie beide zuständig. Ich freue mich sehr, dass Klaus-Theo Gärtner heute mal unser Gast ist, gemeinsam mit seiner Frau Sarah, der noch nie bei uns war und der uns über weite Teile unseres Lebens begleitet hat. Fall für zwei. Ich habe mich gefragt, wenn Sie im Hotel einchecken, dann sagen die Leute, ja, ich weiß, wie Sie heißen, Matula, weiß Bescheid. Häufig. Ist häufig. So, ne? Ja, ja. Sie unser, sind Matula. Unser Bäcker in Basel sagt sogar zu meiner Frau, Frau Matula. Frau Matula, was hätten Sie gerne? 32 Jahre lang haben Sie diese Rolle gespielt und dabei wollten Sie am Anfang gar nicht, ne? Ja, stimmt. Ich spielte zu der Zeit Theater. Und habe gerade wieder am Theater angefangen, nachdem ich eine Serie hinter mich gebracht hatte. Und habe gesagt, so, jetzt bist du am Theater, jetzt kannst du ja nicht gleich wieder um Urlaub fragen. Nicht? Bist gerade da und Gott sei Dank braucht die Entwicklung von Drehbüchern ja lange Zeit. Und auch Entscheidungen dauern Monate. Und so kam es, dass es ein Jahr gedauert hat, und bis der Produzent mich wieder kontaktiert hat. Und wir saßen im Franziskaner und er fing wieder an, willst du nicht den Matula spielen? Der Strack möchte das auch so gerne. Aber ich hatte ein ganz anderes Thema drauf. Wir waren ganz woanders und ich wollte das auch nicht. Und habe auf einen Zettel geschrieben, 100 Folgen, okay, CTG. 100 Folgen, also 6 waren geplant. Ja. Ja, und dann sind 300 draus geworden. Nicht? So, 300. Wir haben das ja, das ist ja ganz interessant, genau. Wir haben das ja
Wir haben das ja alle heiß und innig geliebt. Das haben zum Teil bis zu 21 Millionen Zuschauer gesehen. 300 Folgen haben sie schon gesagt. 50 Länder haben das dann irgendwann gekauft. Unter anderem bis nach Finnland war ein Fall für zwei zu sehen. Und Sie haben Ihren Mann das erste Mal mit wie vielen Jahren im Fernsehen gesehen? Da war ich 12. 12? Genau. Und durften Sie zu Hause grundsätzlich Fernsehen? Also waren Sie so eine, bei uns in der Familie war es so, wir durften gar kein Fernsehen. Wie war es bei Ihnen? Genau gleich. Also es war ja nichts. Das Paradoxe. Ich damals war das noch oft genau, so. Ja. Meine Eltern, die waren der Meinung, dass es sinnvollere Beschäftigungen gibt für ein Kind, als vorm Fernseher zu sitzen. Und da war ich natürlich in der Schule auch immer so ein bisschen außen vor. Die anderen, die durften immer diese ganzen tollen Serien gucken, nur ich nicht. Und dann habe ich meine Mutter angefleht, doch wenigstens einmal eine Ausnahme zu machen, mich einmal was gucken zu lassen. Dann hat die sich den Fall für zwei ausgesucht, weil sie gesagt hat, das ist jugendfrei genug. So, genau. Nicht auszudenken, wenn sie sich für Derek entschieden hätte. Stell mal vor. Ja. Das, und dann haben Sie ihn das erste Mal gesehen? Genau, dann habe ich ihn das erste Mal gesehen. Und das war bezeichnenderweise eine Folge, wo er eben ein Mädchen suchen musste, ja. Was von zu Hause ausgerissen war. Sollte die nach Hause bringen, das hat er schlussendlich auch gemacht. Hat sich aber zwischendurch noch ganz rührend ihrer Probleme angenommen, hat sich mit ihr ans Lagerfeuer gesetzt. Süß. Und mit ihr das ein bisschen ausdiskutiert. Ja. Und da habe ich mir gedacht, ja, also so einen Kumpel müsste man haben. Und von da an war ich eben Matula-Fan. So, da waren Sie erstmal Fan. Genau. Und dann haben Sie ihm geschrieben. Genau, dann hatten wir in Deutsch die Aufgabe, wir mussten eine Person des öffentlichen Lebens porträtieren. Und dann kam natürlich im Zusammenhang damit, kam mir eher in den Sinn. Ja, und dann habe ich ein paar Fragen geschrieben. Den Rest kannst du erzählen. Ich meine, Sie haben ja zu der Zeit wahrscheinlich wahnsinnig viel Post bekommen. Ne? Genau, zu der Zeit bekam ich viel Autogrammpost. Aber eine Sendung unterschied sich von der gewöhnlichen Autogrammpost. Es war eine Papprolle. Und in der Papprolle war eine... Ein Linolschnitt mit meinem Konterfei. Und ich habe mich tatsächlich erkannt darauf. Ja, sehr gut. Den Sie gebastelt hatte, ja? Sie gemacht hat. Verstehe. Und da ich wusste, wie schwer das ist, so ein Linolschnitt, ich hatte das in der Schule, ich habe es gehasst, es war furchtbar. Und da habe ich gesagt, sowas kann nicht unhonoriert bleiben. Außerdem waren 10 höchst interessante Fragen dabei. Und da habe ich gesagt, das wirst du nie machen. Du musst das sofort machen. Du hast heute frei, machst du sofort. Hab die Nummer mir rausgesucht in der Schweiz. Hab ihren Vater an der Strippe. Der hatte natürlich keine Ahnung, wer da dran war. Ja, wie gesagt, wurde ja nicht ferngesehen. Hier ist ein Herr Gärtner aus Deutschland. Ich sage, Ihre Tochter hat mir einen Brief geschrieben, den möchte ich gerne beantworten. Und dann kam sie ans Telefon. Hallo, Sarah. Nichts kam. Hallo Sarah, du hast mir einen Brief geschrieben, den möchte ich gerne beantworten. Nichts. Nur Piep. Sarah, bist du noch dran? Nichts. Ich sage, gut, Sarah, ich verstehe ja, dass du jetzt ein bisschen perplex bist, dass ich hier angerufen habe. Weißt du was, ich rufe morgen wieder an, nehme dir einen Zettel und dann beantworte ich dir auch die Fragen. Ich habe es natürlich vergessen. Ich habe nicht angerufen am nächsten Tag. Kann man sich auch vorstellen. Sie hatten einfach nur die Absicht, sozusagen einem Fan eine Freude zu machen. Genau. Und haben dort angerufen. Und dann sind Sie sich aber immer wieder auf wundersame Weise über den Weg gelaufen. Ja, 10 Jahre später. Genau, beim nächsten Mal 10 Jahre später, da musste ich im Rahmen meines Studiums dann einen Hintergrundbericht über einen Fall für zwei schreiben. Wusste im ersten Moment noch gar nicht so richtig, ob das eine gute Idee ist. Weil man kann sich ja so eine Kindheitserinnerung auch verderben, je nachdem. Das ist richtig, ja. Und hab mir dann vorgenommen, nicht zu sagen, wer ich bin. Aber er hat's dann rausgekriegt. Das heißt, Sie haben sich erinnert an den Namen dieses jungen Mädchens von damals, ja? Der Würkler, der Name, ich musste den ja suchen und so weiter. Ja. Also der war mir noch geläufig. Das ist natürlich phänomenal. Aber ich habe sie ja gefragt, sagte, kennen wir uns irgendwoher? Der Name Würkler, sie hat erst nichts gesagt. Und ich habe dann gebohrt und dann hat sie gesagt, ja, wir haben mal ein Nichtgespräch geführt. Okay, verstehe. Dann sind Sie das mit dem Linolschnitt. Ja, das war ich. Das ist ja süß. Das ist natürlich phänomenal, wenn ein Mann sich nach so langer Zeit an ein Gespräch erinnert, das nie stattgefunden hat, muss man sagen. Richtig. Die meisten Männer vergessen ja schon die Dinge, die ihnen überhaupt gesagt werden. Ja, insofern. Damit hatte sich das dann. Und 3 Jahre später, glaube ich, 3 Jahre später
sie war damals beim ZDF, trafen wir uns in der ZDF-Kneipe, in der Stammkneipe. Sie haben ihn so langsam eingekreist, ja? Entnehme ich dem. Sehr gut. Sie konnte das nicht ahnen, dass ich da war. Also wir begegnen uns zum dritten Mal und da habe ich sie zu einem Glas Wein eingeladen und der Rest ist Geschichte. Hammer. Schöne Liebesgeschichte. Ich meine, wie hat er sie angemacht, wirklich mit dem Spruch, willst du einen trinken? Oder so, was man so nachts um Mitternacht an der Singlebar so sagt, na, auch hier, irgendwie so was ganz Intelligentes. Sehr, sehr höflich, sehr charmant, auch sehr zurückhaltend. Wirklich, würden Sie ein Glas Wein mit mir trinken? Wir sehen uns ja jetzt zum dritten Mal. Süß. Sehr charmant. Wahnsinn. Ich will da gar nicht so sehr in Ihr Privatleben rein, weil ich immer finde, dass einen das auch gar nichts angeht. Aber weil Sie dieses Buch geschrieben haben und auch das auch dort streifen und ansprechen, haben Sie sich beide jemals darüber Gedanken gemacht? Zwischen Ihnen sind 36 Jahre, ne, wenn ich das richtig im 35. Kopf habe. Oder 35, Entschuldigung, wir müssen nicht mehr machen, als es ist. Aber war das zwischen Ihnen beiden jemals wichtig? Also, Skrupel hatte ich zu Anfang schon, weil sie war 23, ich war 50. Nee, älter noch. Ne? Ja, ja. Ist egal. Es wird immer weniger. Aber wir haben dann gemerkt, dass sich keine Sau dafür interessiert, über unseren Altersunterschied. Außer der Presse vielleicht. Mhm. Die, ja, die interessiert für die war das natürlich ein gefundenes Fressen. Aber unsere Bekannten oder Freunde und so weiter, da interessiert keinen unser Altersunterschied. Was mögen Sie an ihm? Was schätzen Sie an ihm? Seine Neugier, seinen Pragmatismus und dass er wirklich vor gar nichts Angst hat. Ja, da geht's mir wie dir. Sie hat nämlich auch vor nichts Angst. Sie kann alles. Das ist ja finde ich, eine große Qualität, ne? Wenn ein Mensch wirklich angstfrei ist. Mhm. Ich kenne in meinem erweiterten Bekanntenkreis Joey Kelly zum Beispiel, ist so einer, der von nichts und niemandem Angst hat. Sag mal, wenn Joey Kelly dein Freund ist, kann dir nichts mehr passieren in so einem Leben. Insofern bin ich ein sehr glücklicher Mensch, ja, weil auch angstfrei durch Joey Kelly. Hat diese Angstfreiheit, Herr Gärtner, hat die mit den Umständen zu tun, unter denen Sie auf die Welt gekommen sind, wenn man das so liest? Da gibt es irre Kapitel und irre Geschichten, geboren in diesem Nachkriegs-Berlin. Sie wären fast gestorben, noch bevor das Leben eigentlich richtig losging. Da flogen die Bomben und Ihr Onkel schiebt Sie in so einem Kinderwagen durch diese Trümmer von Berlin. Die Mutter rennt vorne weg, weil es Fliegeralarm gibt. Und irgendwann dann im Keller sagt die Mutter, in dem Kinderwagen ist keiner mehr drin. Genau. Das heißt, er hat sie auf dem Weg verloren. Ja, mein Onkel, der hat zum ersten Mal überhaupt einen Bombenangriff mitbekommen. Der kam aus Coesfeld, aus dem Münsterland. Mhm. Und es gab Bombenalarm und meine Mutter die Arme voll und so. Nimm du den Kinderwagen zu dem Onkel und der hat sich vor Angst fast in die Hose gemacht. Und die sind gerast zu dem Bunker und er war wohl blind mit seinen ganzen professoralen Zerstreutheiten. Und er kommt in den Bunker an und meine Mutter schreit, wo ist denn der Junge? Da sind die zurückgerannt, da lag ich im Straßengraben. Da hat er mich verloren und hat es nicht bemerkt. Das heißt, wenn da einer über Sie drüber trampelt in diesem ganzen Wahnsinn. Ist Gott sei Dank nicht passiert und ist auch keine Bombe auf mich gefallen. Ja, dann rechtzeitig da. Dann wäre es aber zu Ende gewesen. Ja. Wie haben Sie die in Erinnerung? Das prägt einen ja unheimlich. Diese Zeit habe ich natürlich nicht in Erinnerung. Da war aber ich die Zeit, die Zeit danach. Also red oft mit Leuten dieser Nachkriegsgeneration, die dann sagen, naja, es war so zwiespältig. Eigentlich war es irgendwie schön, weil so das Leben schön sein kann in so einer zerstörten Stadt, ja, für uns Kinder, großer Abenteuerspielplatz. Genau das. Aber gleichzeitig haben wir natürlich die Verletzungen und die Verwundungen unserer Eltern erlebt, beispielsweise. Und haben gemerkt, wie schwer die es haben, überhaupt für unser nacktes Überleben zu sorgen. Oder zum Beispiel die Kinder, die davon erzählen, wie ihre Väter aus dem Krieg nach Hause kommen und nicht mehr die Väter sind, die vorher da mal losgezogen sind, sondern andere Menschen. Wie war es in Ihrem Fall? Mein Vater war ziemlich zerstört. Was heißt zerstört? Ja, die Brutalität des Krieges, die Realität, der ist ja dahin gegangen, als die losgefahren. Das ist ein Foto Ihres Vaters. Also wenn Sie sagen zerstört, dann reden wir auch wirklich von physischer Zerstörung. Ja, er hatte einen Kopfschuss, einen Lungensteckschuss, einen Oberschenkeldurchschuss und einen Schultersteckschuss und einen Halssteckschuss. Und er ist immer wieder zurückgegangen. Ich habe immer gesagt, sag mal, du hättest doch gar nicht mehr dahin gebraucht oder hingemusst. Er hat seine Familie verteidigen wollen, sein Land. Er ist als Pfadfinder hingegangen und ist als zerbrochener Mensch
wieder zurückgekommen. War der überzeugter Nationalsozialist? Nein, überhaupt nicht. Er war Wehrmachtsoffizier. Hat er mit Ihnen mal darüber gesprochen, was denen dort widerfahren ist, was die getan haben? Das hat er nie gemacht. Darüber, über den Krieg hat er nie gesprochen. Mhm. Wir waren ja dann später in Südtirol, wo er abkommandiert war, um eine Panzernahkampfschule zu leiten, damit die SS, die da in Berlin geflohen ist, sich von den Jungs da beschützen lassen. Die haben sich dort teilweise versteckt, ja. Und mein Vater kommt, die waren noch nicht da, also die kamen dann, als mein Vater hat diese Schule da übernommen. Mhm. Und das waren aber alles 15, 14, 16-jährige Waisenkinder aus Ungarn, Polen und so weiter und so weiter. Und ihm war klar, das ist alles Kanonenfutter. Mhm. Und damit die nicht in die Gefangenschaft geraten, diese Jungs, hat er sie auf die umliegenden Bauernhöfe als Knechte verteilt. Und so haben die Jungs den Krieg überstanden. Nur für meinen Vater war es ziemlich dramatisch, weil jetzt kamen die SS-Ganoven und haben gesagt, wo ist die Schule? Und wollten meinen Vater umbringen, also erschießen. In der Nacht kamen aber die Amerikaner und haben die, so brutal sich das anhört, und hat die SS erschossen, die Leute, die von der SS da waren. Und mein Vater war gleich mit dran, den führten sie auf eine Wiese und der durfte nichts sagen. Wann immer er was sagen wollte, shut up. Und meine Mutter sieht, wie er auf eine Wiese geführt wird, die Hände hinterm Kopf. Die Soldaten stehen da, die amerikanischen. Und meine Mutter rennt aus dem Haus, schmeißt sich einem Offizier vor die Füße, hält ihm die Stiefel und schreit, das können Sie nicht machen, das ist mein Mann und so weiter. Und weil meine Mutter so schrie, schrie ich auch. Und weil ich so schrie, schrie mein Bruder. Also es muss ein ungeheures Geschrei gewesen sein. Das hat den so irritiert, diesen Offizier, dass mein Vater endlich die Gelegenheit hatte, sich umzudrehen und was zu sagen. Und hat gesagt, ich bin kein SS-Mann, ich bin Wehrmachtsoffizier. Und er war so durcheinander, der Offizier, und hat gesagt, go home, go home. Und mein Vater ist abgehauen und hat aber gleich zu meiner Mutter gesagt, du, wenn der nächste Trupp Amerikaner kommt, dann geht dasselbe wieder von vorne los. Und ist auf einer Almhütte geflüchtet, hat sich da oben einige Zeit aufgehalten, mir ein bisschen Proviant mitgenommen. Hat sich da oben aufgehalten und als er dann wieder runterkam, hat er wohl lange Zeit gehabt zum Nachdenken und hat versucht, sich umzubringen. Meine Mutter hat ihn aber kurz vorher gefunden und die Amerikaner haben ihn dann in die neurologische Klinik gebracht und so hat er den Krieg überstanden. Und nun hat er ja zum ersten Mal mit diesen Besatzern oder seinen Feinden reden können. Mhm. Und es änderte sich alles. Sie stellten fest, dass er sehr gut Englisch sprach und Französisch und haben ihn dann zum Dolmetscher gemacht. Und von da an ging es uns gut. Sie sagen, das war ein gebrochener Mann. Haben Sie sich später noch mal ausgetauscht? Ich meine, gerade diese Generation, die haben ja hinterher, Stichwort 68er, die haben ja große Kämpfe mit ihren Eltern teilweise ausgetragen und haben den Versuch zu erklären, wie es eigentlich richtig gegangen wäre. Und man ist sich ja da wirklich in die Wolle geraten. Ja klar, der kam aus dem Krieg zurück und alle haben gesagt, was sie alles falsch gemacht haben, was er alles falsch gemacht hat. Dann hat er sich, was weiß ich, damals wohl die Zentrumspartei oder eine konservative Partei gewählt und dann kommen die Söhne und sagen, das ist alles scheiße, was du da machst, das war falsch, das war falsch. Und wir waren dann plötzlich die Linken für ihn, nicht? Ja. Ich war damals auch im SDS. Sozialistischer Deutscher Studentenbund. Ja, aber der hat sich ja mehr so aus der SPD ergeben. Und das, was wir gemacht haben, das war so mehr Gewerkschaftsarbeit als Revolution. Die kam dann später. Und da waren Sie dann auch mit dabei? Ja, wir wurden eigentlich politisiert durch die Notstandsgesetze und natürlich im Vietnamkrieg. Mhm. Ja. Sie hatten damals in Göttingen eine Kneipe, ja? Eine Studentenkneipe. Ja. Aber Studentenkneipe Göttingen, 68er, ich meine, das ist, ich sag mal so, das, die Hochburg, das Herzzentrum. Na, sagen wir mal so, wir waren die Zentrale Leute wie zwischen Jürgen Berlin Trittin und so, Westdeutschland. Ja. Leute wie Jürgen Trittin und so weiter, die sind auch da politisiert worden. Die waren alle da, mal. Ja. Ja. Wie haben Sie diese Zeit in Erinnerung? Waren Sie da selber mit dabei, also Rudi Dutschke und all die Dinge? Ich war ja in Göttingen, ja. Dutschke war in Berlin. In Berlin, ja. In Göttingen, da hatte ich...
da hatte ich ein schönes Erlebnis mit unseren Revolutionären. Da sollte die Bildzeitung, die Auslieferung der Bildzeitung verhindert werden. Und alle glaubten, die kommt mit dem Zug in Göttingen auf dem Bahnhof an. Und so 200-300 Studenten sind jetzt zu dem Bahnhof und wollten verhindern, dass die Zeitung da ausgeliefert wird. Damals gab es noch auf den Bahnhöfen so kleine Schalter für die Knipser, wo die Fahrkarten kontrolliert wurden. Genau. Und man brauchte auch für den Bahnsteig eine Bahnsteigkarte. Die kostete 20 Pfennig, damit man auf den Bahnsteig konnte. Und was sage ich Ihnen? Die Studenten haben sich alle eine Bahnsteigkarte gekauft. Um die großen Revolutionäre. Ja, aber nur, um die beiden Knipser da nicht in Verlegenheit zu bringen. Was sollten die sagen? Die konnten da nicht 300 Mann aufhalten. Also haben sich die 300 Mann eine Bahnsteigkarte gekauft, damit die Knipser da nicht Schwierigkeiten hatten. So, und dann wart ihr auf diesem Bahnsteig? Ja, das hat sich aber nicht gelohnt, weil die kamen alle per LKW. Und als wir zurückkamen... Die Bildzeitung kam per LKW. Als wir zurückkamen vom Bahnhof, da hing in allen Läden schon die Bildzeitung. Schöne Geschichte. Ich würde Folgendes vorschlagen, Herr Gärtner, weil wir schon wieder am Ende unserer Zeit sind. Das ist ein großartiges Buch, das Ihnen da gelungen ist. Und Sie haben ihn dazu gebracht und dazu animiert, das aufzuschreiben. Und das haben Sie gut gemacht. Das ist ein Stück Zeitgeschichte, finde ich. Und wir sollten, wenn wir uns bei einem zweiten Besuch dann sehen, dann reden wir darüber, wie Sie kiffenderweise nach Afghanistan gefahren sind, wenn Sie einverstanden sind. Ja? Nicht nach. Der erste Joint war in Afghanistan. Der erste Joint war in Afghanistan. Ja. Wäre auch ein schöner Buchtitel für den zweiten Teil. Der erste Joint war in Afghanistan. Danke Ihnen beiden ganz, ganz herzlich. Sarah und Klaus-Theo Gärtner, vielen, vielen Dank. Und noch einer bei uns, der die ganze Zeit schon geduldig zuhört, den wir sehr herzlich begrüßen. Nochmal Jens Sempner von den Prinzen. Freue mich sehr, dass Sie da sind heute. Der ebenfalls ein sehr bewegendes Buch gemacht hat. Und wenn wir gleich diese Geschichte hören, dann wird auch klar, warum Ihnen das eine Herzensangelegenheit war, das aufzuschreiben. Von unten betrachtet geht es nur nach oben. Das ist der sehr vielsagende Titel. Sie waren und sind seit 25 Jahren Teil der Prinzen. Riesiger Erfolg in Ost und West. Eigentlich ein gesamtdeutsches Phänomen waren Sie. Und trotzdem sagen Sie, ich hätte diesen Erfolg gerne nicht gehabt. Wie ist das gemeint? Ja, da müssen wir ganz vorne anfangen. Also, bevor ich zur Musik kam, wollte ich eigentlich Fußballer werden, wie das so die meisten Jungs in dem Alter, wenn sie in die Schule gehen. Und sie wollen halt sportlich aktiv sein. Und ich habe halt gerne Fußball gespielt und wollte halt damit meinen Lebensunterhalt verdienen. Nur hatte ich eben diesen Nachteil, dass ich im Musikunterricht wohl aufgefallen bin mit einer relativ guten Stimme. Was natürlich dann die Musiklehrerin meiner Mutter gesagt hat, und meine Mutter war dann der Meinung, dass Fußball ist ja irgendwann beendet mit 30 oder was weiß ich, und Musik, das hat eine Perspektive und ich sollte doch den Weg in die Musik gehen. Und das war mir jetzt nicht so ganz, das wollte ich nicht wirklich ganz. Ja, das heißt, Sie sind aus Versehen Popstar geworden? Nein, ich bin aus Versehen in den Dresdner Kreuzchor gekommen. Okay. Ja, also okay. Der Dresdner Kreuzchor war ja also zu DDR-Zeiten immerhin ein Elitechor, der auch andere kapitalistische Länder bereisen durfte, um Devisen in das Land zu bringen. Ja. Also ich war also mit jungen Jahren schon in Japan und Belgien und sonst wo überall, wo man also als normaler DDR-Bürger wahrscheinlich nicht hin. Das heißt, Sie haben singenderweise Devisen reingeholt, ja, richtig, für Erich Honecker. Richtig. Ja, sehr gut. Und ich wollte eigentlich Fußball spielen. So, und nachdem das alles zu Ende war, habe ich dann angefangen, beim Rundfunk zu arbeiten oder als Taxifahrer, verschiedene Jobs gemacht und bin dann irgendwann in Leipzig gelandet und hab in einer Barband gespielt und auch in einer Funkband. Und irgendwann aus dieser Funkband, da habe ich dann den Herrn Krumbiegel kennengelernt. Und dann ist Sebastian Krumbiegel. Und dann sind halt die Prinzen dann irgendwann draus hervorgegangen. Und wir sind dann relativ schnell erfolgreich gewesen. Und weswegen ich damit hadere, ob das so gut war oder nicht, ist einfach der Punkt dann gewesen, dass ein großer Punkt meiner Schuld Vorwürfe, die ich mir selber mache, als das damals passiert ist mit meiner Frau, wie sie das eingangs
Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir uns siezen oder duzen. Ich würde ihn jetzt können einfach... Können uns gerne duzen. Von, mal, von schlechtem angehen, Musiker zu gutem Musiker, hier ist das Du. Sehr gerne. Okay. Nein. Das heißt, das ist sozusagen der tiefere Grund dahinter, ja? Es ist einfach quälende Fragen, die mich seit mittlerweile 15 Jahren beschäftigen. Was wäre gewesen, wenn? Ja, das ist ja halt, kommt sehr oft vor bei Menschen, die vermeintlich denken, dass sie hätten vielleicht was anders machen können. Vielleicht hätten sie das Schicksal irgendwie doch bewegen können, in eine andere Richtung zu gehen und so. Und da stellt sich bei mir natürlich die Frage, was wäre gewesen, wenn ich kein Popstar gewesen wäre? Was wäre gewesen, wenn ich ganz normal Kfz-Mechaniker gewesen wäre? Wenn ich eine Frau gehabt habe, die ich nach 8 Stunden Arbeit dann, wenn ich nach Hause komme und ich kann da sein, kann Probleme mit ihr wälzen und so. Also wie gesagt, wir waren teilweise 295 Tage im Jahr unterwegs. Wahnsinn, ja. Das heißt also, außer telefonisch ging da gar nichts, FaceTime und sowas gab es alles noch nicht. Das heißt, man hat sich auch nicht gesehen. Und ja, das sind halt Punkte, wo du dann im Nachhinein sagst, was wäre denn gewesen, wenn? Diese Geschichte mit deiner Frau und dir, Jens, das ist ja eigentlich die Geschichte auch wirklich einer großen Liebe. Ne? Es war die erste Frau sozusagen, das war gleich ein Volltreffer. Naja, also erst ging es ein bisschen schief. Erst stand sie mit einem ganz anderen in der Diskothek. Also okay, gut, kommt vor. Und dass ich als Volltreffer habe ich das gerade nicht gesehen, sondern ich dachte eher, sie wäre es gewesen. Das ist toll, aber der Junge hat Glück da drüben. Und ja. Konnte es aber nie wirklich richtig abhaken. Und eines Tages war ich wieder in dieser berühmt-berüchtigten Diskothek und da stand sie alleine da. Und dann habe ich mir gedacht, so, jetzt gehst du zuallererst an den Tresen, holst dir so einen Mutmacher. Ja? Und dann habe ich den Angriff gewagt und dann bin ich auch zu ihr gegangen und habe dann nicht mehr losgelassen. War damals eigentlich schon die Idee da, wir gründen eine Familie, wir kriegen Kinder? Na, damals, das kann ich jetzt so schlecht sagen. Das ist so die erste Zeit, wo man sich findet, mag man erstmal nur zusammen zu sein. Und ich glaube nicht, dass wir dann gleich große Pläne gemacht haben und sagen, Mensch, wir brauchen 3 Kinder, wir brauchen das und das und das und das, einen Hund noch dazu, perfekte Werbefamilie und so weiter und so fort. So war es nicht. Es kam natürlich dann so ein bisschen so in die Richtung, als ich so auf die 30 zuging. Und die 30 war so, das war für sie so ein Datum, wo sie dachte, jetzt muss was passieren. Mhm. Und wir sind nach Kanada gefahren und sie hat zu mir gesagt, es wäre schön, wenn ich vor meinem 30. Geburtstag verheiratet sein könnte. Und dann hat man ja in Kanada, ist das ja nicht wirklich das Problem, man geht irgendwo hin und sagt, du, Hochzeit? Ja, da wird ja gesagt, ja, wann und wo. Und da haben wir gesagt, ja, am liebsten gleich. Und dann haben sie gesagt, es gibt halt in Kanada diese Gesetze, dass du 3 Tage wohl abwarten musst, weil früher die Goldgräber und was weiß ich, die gleich im Saloon irgendwie gesagt haben, Mensch, dufte Frau, gleich heiraten, weg. Und am nächsten Tag sind sie halt dann rausgekommen und haben gesagt, um Gottes Willen, was hast du da getan? Ja, also, ja. Insofern, also es gab diese 3 Tage. Gut, aber bei den Goldgräbern war ja meistens Alkohol im Spiel und so weiter. Ja, man wusste nicht mehr ganz genau, wen man da wirklich geheiratet hatte. Genau. Du warst ja bei vollem Bewusstsein. Ja, wir waren da schon einige Jahre zusammen. Ja, und, eben, genau. Und das habe ich der Dame auch gesagt. Ich sage, die 3 Tage können wir uns eigentlich schenken, aber wenn das Gesetz das so haben will, dann soll es so sein. Also wir haben dann auch noch vor ihrem 30. Geburtstag noch geheiratet. Und dann kamen natürlich auch diese Dinge auf Familie gründen, die Familie auch mit dem Segen von Kindern zu bestücken, zu erfreuen. Und Kinder ist ein wichtiger und ein ganz selbstverständlicher Bestandteil aus unserer Sicht für eine Familie, ja? Was nicht immer so ist, aber es gestaltete sich bei uns dann eben auch schwierig, Kinder zu bekommen. Also auf normalem Weg. Dann sind wir zum Arzt gegangen. Der Arzt hat das Übliche gemacht, was man so macht. Man untersucht Spermiogramm. Müssen wir gar nicht in die Details gehen. Ich will nur auf einen Punkt hinaus. Das war offenbar, also zunächst mal ist das ja was Schönes. Und da gibt es diesen Wunsch, Kinder zu kriegen. Ja. Und wenn es dann nicht funktioniert, dann kann das ja ein riesengroßes Thema werden. Und das ist es bei vielen Paaren. Das kann ein sehr belastendes Thema werden. War das, was würdest du sagen, einer der Auslöser, einer der Mitauslöser möglicherweise für die Tatsache, dass deine Frau sich so langsam in eine Depression hineinbegeben hat? Ja, deswegen hätte ich das jetzt auch noch ein bisschen ausgeführt mit diesen Untersuchungen und so weiter und so fort. Es wurden ja dann... Also das muss man sich vorstellen, es zieht sich über Jahre. Zieht sich sowas über Jahre, das erzählt sich ganz schnell in ein paar Minuten. Genau, das meinte ich. Aber das zieht sich über Jahre und was es dann mit einem macht, ist
extrem richtig. Hart. Ja, also man konnte regelrecht zugucken, wie meine Frau den Glauben, die Lust verlor, also die Kraft auch verlor. Mhm. Aber sie hat trotzdem festgehalten an dieser Sache und wollte unbedingt das in ihrem Leben erfüllen, dass sie ein Kind bekommt. Und, war das die Zeit, Jens, in der du parallel mit dem Prinzen gerade richtig nach vorne bist? War das die Zeit, in der ihr gerade richtig... Ja, das war auch die Zeit, wo wir extrem unterwegs waren, wo wir, wie gesagt, 290 Tage Fernsehsendung, Bühne, alles Mögliche erlebt haben. Auch ich war ja auf einem ganz anderen Trip und meine Frau saß im Prinzip zu Hause und fand das natürlich toll, was mit mir da passiert. Aber ich schwebte auf einer Popwolke und sie sprach über Familie. Also und das war natürlich etwas, wo wir uns irgendwo treffen mussten. Und ich merkte dann, wenn ich telefonierte, dass sie manchmal tagelang gar nicht ranging. Wo ich dann dachte, oh, jetzt stimmt irgendwas nicht. Jetzt musst du aufpassen. Und habe dann mit ihr gesprochen, als ich nach Hause kam. Und sie meinte, es ist alles gut, solange du da bist, ist alles gut. Da war mir das erste Mal eigentlich klar geworden, dass ich eigentlich eine extreme Rolle habe. Also eine Rolle eigentlich von einem Ehemann, eine Rolle von einer Freundin, von allem, was das Leben so bietet an sozialen Kontakten, das war eigentlich ich. Und das war mir dann in dem Moment klar, dass das nicht gut gehen kann. Ihr habt dann euch entschlossen, ich muss das ein bisschen zusammenfassen, weil es eine sehr lange, aber sehr intensive und auch sehr bewegende Geschichte ist. Ihr habt dann beschlossen, zwei Kinder zu adoptieren. Ihr habt zwei Kinder aus einer sehr problematischen Situation herausgeholt. Es waren Kinder, die waren vorher misshandelt worden. Ein Mädchen und ein Junge. Es waren Geschwister, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ihr habt die da rausgeholt. Und ich könnte mir vorstellen, du bist dann wahrscheinlich mit dem Gefühl auf deine Tourneen, auf deine Konzerte gegangen. Da gibt es jetzt etwas, das kann ein neuer, toller Lebensinhalt werden und jetzt wird alles gut? Ja, also man muss erstmal dazu sagen, erstmal haben wir ein Kind adoptiert und haben später rausbekommen, dass das Kind noch ein Geschwisterchen hat. Mhm. Ja, wo man dann gleich gesagt hat, seid ihr wahnsinnig, also wenn das Kind schwer misshandelt worden ist und es trotzdem noch bei der Mutter lebt, es ist eine Frage der Zeit, bis das doch logischerweise auch passiert. Und es ist dann auch passiert und dann haben wir dann natürlich dann schnell gehandelt. Aber das, was du sagst, ist natürlich eben komplett richtig. Ich habe aus meinem laienhaften psychologischen Verständnis natürlich gedacht, dass jetzt ist die Welt in Ordnung. Jetzt sind Kinder im Haus, jetzt ist alles perfekt. Wir hatten sogar noch einen Hund. Also wir hatten diese Margarinefamilie. Diese Werbefamilie, wo sie alle dann die Produkte kaufen. Ja. Und ich hätte sie bloß hochhalten müssen. Ja. Also es war eigentlich alles perfekt. Mhm. Bis eben dann an diesem Tag, wo ich, darauf wolltest du wahrscheinlich hinaus, ich glaube, es war die Bambi-Verleihung, nach Hause kam am nächsten Tag und meine Mutter hatte Geburtstag einen Tag vorher, aber sie feierte an dem 17. November 2001 und ich bin nach Hause gekommen und sie war mit den Kindern im Wohnzimmer und ich habe sie begrüßt und habe gesagt, ich muss ganz schnell an den Computer, ich habe eine Idee, eine Song-Idee muss ich also umwurschteln, dass ich die irgendwie festhalten kann. Und bin im Prinzip schnurstracks hochmarschiert ins Arbeitszimmer und habe dann erstmal versucht, diese Idee festzuhalten. Was natürlich dabei passiert ist, dass man die Zeit vergisst. Also ich war dann, glaube ich, 1,5 bis 2 Stunden da oben, bin dann runtergekommen, habe die auf die Uhr geguckt und habe gesagt, Mist, wir müssten eigentlich schon längst bei deinem Geburtstag sein. Und dann saßen sie alle drei auf der Couch und meine Frau hat gesagt, so geht das nicht. Sie fährt nicht mit, die Kinder fahren nicht mit und ich sollte doch alleine fahren. Und dann bin ich halt, was ich eigentlich noch nicht mache, normalerweise hätte ich gesagt, warum, wieso, weshalb. Aber ich habe in mir etwas gespürt, dass die Kinder sozusagen, sie mit Kindern zusammenzubringen, nicht das Grundproblem war. Und das habe ich gespürt und ich wollte einfach in dem Moment nur noch los und bin einfach gegangen oder gefahren, die 35 Kilometer zu meiner Mutter, zu dem Geburtstag, bin dann noch auf einem Parkplatz abgebogen, da in dem Wermsdorfer Wald, wo es ist, bin stehen geblieben eine halbe Stunde und habe überlegt, ob ich zurückfahre oder nicht, ob das jetzt klug ist oder nicht. Ich habe mich dafür entschieden, weiterzufahren und naja, dann waren auch noch ihre Eltern waren auch noch bei der Geburtstagsfeier da. Sie wussten, dass sie auch nicht kommt, weil sie hat die Eltern angerufen. In der Zwischenzeit. Mhm. Genau. Und ja, wir haben eine
kleine Geburtstagsfeier gemacht und die war in dem Keller drin. Also unten in dem Keller und oben hing meine Jacke, wo mein Telefon drin war. Und ich bin einmal hochgegangen und habe gesehen, 25 Anrufe in Abwesenheit von ihr. Und habe sofort zurückgerufen und habe dann sie bloß noch röcheln hören. Und bin dann ins Auto gestiegen und bin Vollgas zurückgefahren. Und habe sie dann im Bett vorgefunden. Und habe sie gefragt, was sie getan hat. Und dann hat sie gesagt, sie hat Tabletten gegessen. Und dann habe ich sie genommen und bin auf Toilette gegangen und habe ihr den Finger in den Hals gesteckt und versucht, alles rauszuholen, den Notarztwagen gerufen. Und dann ging alles eigentlich schief, was schief gehen konnte. Also der Krankenwagen fuhr in ein Krankenhaus, auf die Intensivstation. Die Intensivstation, sie haben gesagt, das ist voll, das war Samstag. Diskotheken Samstag passiert, viele Unfälle draußen, also Intensivstation voll. Zweites Krankenhaus angerufen, zweites Krankenhaus auch gesagt voll. Ja, Wahnsinn. Dann haben sie zwischenzeitlich im Toxologischen Institut angerufen und haben die Menge der Tabletten durchgegeben. Das Toxologische Institut in Leipzig hat mitgeteilt, dass das nicht lebensgefährlich ist. Dementsprechend wurde sie auf die innere Station wieder bei dem ersten Krankenhaus, wo sie angerufen haben, wo die Intensivstation voll war, auf die innere Abteilung zwischengelegt. Und da geht natürlich die Dringlichkeit deutlich runter. Die Dringlichkeit ging runter und dort ist sie dann gestorben. Sie waren zu Hause bei den Kindern, oder du warst zu Hause bei den Kindern? Ich war zu Hause bei den Kindern, weil ich ja eigentlich davon ausgegangen bin, dass sie jetzt in guten Händen ist, dass sie ärztlich jetzt so versorgt wird, dass ich natürlich mit dem Finger am Hals, ist die eine Variante, aber jetzt müssen andere Sachen greifen. Ja, Blutwäsche und alles, Blutwäsche was man, und so weiter, was man und so macht. Und es wäre ja auch machbar gewesen. Es wäre machbar gewesen, ja. Definitiv. Ich meine, hast du das jemals in Betracht gezogen, dass das wirklich passieren kann, dass eine solche Nachricht kommen könnte? Nein, damit, also kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendjemand damit rechnet, dass das aus der Kalten ist. Und ich habe mich auch mit ganz, ganz vielen Psychologen auch drüber unterhalten, was es denn nun war, wo ist der Fehler, was hat man falsch gemacht. Mhm. Die Psychologen sagen, es war nicht der Wille, sich umzubringen. Es war einfach ein Zeichen, sie wollte ein Zeichen setzen. Sie wollte eine Aufmerksamkeit. Mhm. Und das war ihre Art, das mitzuteilen. Und da bin ich mir ganz sicher, dass das auch so war. Denn ich glaube, dass es für sie selber erschreckend war, dass sie es dahingehend übertrieben hat, als sie dann im Krankenhaus sicherlich lag. Und das konnte man auch sehen, dass sie definitiv sich mit Händen und Füßen gewehrt hat, in das Krankenauto reinzugehen, also getragen zu werden, weil sie da wohl gemerkt hat, dass der Bogen überspannt war. Und dass da so, und dann stehst du da. Hast zwei kleine Kinder, um die du dich kümmern musst, die dich dringend brauchen. Mhm. Hast dann dieses Bild in der Öffentlichkeit, das du irgendwie versuchen musst, aufrechtzuerhalten. Du bist der große Popstar, der immer gute Laune hat, genau, der auf der Bühne zu stehen hat. Wie lange hat es gedauert, bis du selber dann in diesem tiefen Loch drin warst? Das ging relativ schnell. Also am Anfang habe ich versucht, alles erstmal hinzukriegen, so wie das meine Frau gemacht hat, ja, also mit den Kindern den Tisch zu decken, genauso zu machen, auch nichts einreisen zu lassen, Wäsche zu waschen, den Tagesablauf zu machen, dran zu bleiben. Und dann kam halt der Tag, so die Nacht von 5. zum 6. Dezember, wo ich im Prinzip das Haus weihnachtlich schmücken wollte. Mhm. Und dann habe ich das auch getan. Und irgendwann stand ich dann da und bin zusammengebrochen und habe mir gesagt, was tust du da eigentlich alles? Und dann ist in mir, ja, wie soll ich sagen, oder unter mir ist der Untergrund aufgegangen. Ich bin in ein tiefes Loch gefallen und es war mir im Prinzip alles egal. Aus einem gesunden Menschenverstand her kann man das schwer verstehen, dass man so fällt, dass man den Selbsterhaltungstrieb nicht mehr hat. Sondern dass man dann einfach sagt, ich will das auch, ich komme dir nach. Und dann habe ich das auch versucht. Habe also die dreifache Menge von dem genommen, was meine Frau gemacht hat. Und bei mir ging es gut, weil sie natürlich wussten, was zu tun ist. Bei mir gab es sofort die Blutwäsche. Und insofern hatte ich da Glück. Was war mit den Kindern in der Folge? Man adoptierte Kinder, da hat ja auch das Amt immer noch mal einen Blick drauf. Naja, du verlierst in dem Moment ja alles. Aber wie du sagst, es ist einem wahrscheinlich egal. Aber die Konsequenzen sind natürlich fürchterlich. Die Konsequenzen sind fürchterlich. Also Dominik war schon adoptiert. Das heißt, also das zählt ja rechtlich dann als dein Sohn. Emmy ist in dem Moment in der Voradoption gewesen. Und
Es ist natürlich bei uns in unserem Land so, dass jemand, der sich etwas antut, natürlich erstmal in eine psychiatrische Anstalt kommt, also Einrichtung kommt, dann wird erstmal durchgecheckt. Mhm. Und bei mir hat man dann entschieden, dass ich nochmal in eine psychosomatische Klinik gehe für 12 Wochen, damit ich im Prinzip Abstand gewinne. Ja, diesen Abstand, damit halt man nicht irgendwelche unüberlegten Dinge tut und vielleicht später mit Abstand dann anders handelt und reagiert, was ja auch eigentlich auch richtig ist. Nur das zu begreifen, wenn man dort sitzt, in so einer psychosomatischen Klinik, wo man also den ganzen Tag nichts anderes macht, außer Fango-Packungen irgendwo hinzukriegen und in die Sauna zu gehen und sowas. Was man in dem Moment nicht begreift, dass das dazugehört. Ja? Dass das dazugehört, dass du dich wieder wohlfühlen sollst, dass du die schönen Dinge des Lebens erkennen sollst. Ja? Ja, du musst dich wieder spüren irgendwann. Dich wieder spüren. Aber, aber in dem Moment war mir nicht wie spüren, sondern ich habe zu Hause 2 Kinder. Und ich habe das einfach als eine sinnlose Aktion gesehen, die ich hier mache. Und wollte in dem Moment wieder zurück und habe dann gesagt nach 4 Wochen, das bringt mir alles nichts, ich will wieder zurück. Und da hat dann das Jugendamt angerufen und hat gesagt, ich würde Ihnen empfehlen, das bis zum Schluss durchzumachen. Ansonsten, also Ihre noch nicht adoptierte Tochter haben wir Ihnen jetzt genommen. Aber wir können eben auch noch daran arbeiten, dass Ihr adoptierter Sohn genommen wird und dass Sie das eben nicht schaffen. Dein Sohn lebt nach wie vor bei dir? Ja, mittlerweile seit einem Dreivierteljahr hat er eine eigene Wohnung. Er ist jetzt 19. Ja. Was ist mit Emmy, was mit der Tochter? Emmy ist in einer anderen Familie, eine sehr gute Familie. Die wird dort sehr geliebt und gut behandelt. Wir treffen uns regelmäßig. Also wir sehen uns 2-3 Mal im Jahr. Jens, wenn du sagst, heute denke ich nach wie vor, das steht in deinem Buch, dass mir etwas Schlimmes widerfahren ist, aber ich glaube auch, dass dieses Unglück einen Sinn hatte. Welchen Sinn hat sowas? Das kann man so auf Anhieb so nicht beantworten, dass es einen Sinn hat. Weil das würde ja bedeuten, Mensch, ein Mensch stirbt und du kommst lustig da raus aus dieser Sache. So ist es nicht. Es ist einfach so, dass das Leben sich dir anders offenbart. Das Leben vertieft sich. Du fängst ja an, über Dinge danach nachzudenken, warum passiert das? Du fängst an, in den Glauben zu gehen. Du fängst an, Gott erstmal dafür verantwortlich zu machen. So habe ich es ja auch in dem Buch am Anfang. So geht das ja los, dass er erstmal aber richtig Ohrfeigen kriegt vom Feinsten. Ja. Mhm. Und dass du dich aber im späteren Sinne dich trotzdem versuchst, damit auseinanderzusetzen, was da passiert. Was ist der tiefere Sinn des Lebens? Du fängst an, also so war es bei mir. Ich habe mich mit Wissenschaften auseinandergesetzt, mit unerklärlichen Dingen. Ich war froh, dass es in der Wissenschaft Löcher gibt, die sie noch nicht entdeckt haben. Ja? Also all das hat mich sozusagen nach vorne gebracht, wo ich gesagt habe, die können ja gar nicht wissen, ob es ein Leben danach gibt oder was alles sie sagen. Im Prinzip nur, sie kennen sich nicht aus komplett. Was ist deine Antwort heute darauf? Meine Antwort heute darauf ist, dass es etwas nach dem Tod gibt. Und das ist etwas, was mich hält, wo ich sage, das macht Sinn auch zu leben. Und diesen Sinn, den habe ich im Glauben gefunden im Prinzip. Den habe ich gefunden, nicht, dass ich jetzt ein Kirchgänger bin, dass ich jetzt regelmäßig meinen Regeln, den Kirchregeln nachgehe, sondern ich unterhalte mich extrem mit Gott und Gott gibt mir ganz, ganz viele Antworten. Und das ist für mich etwas, wo ich auch viel über Glück nachdenke. Ja, also wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben wenig Glück oder wir haben kein Glück, dann ist es aus meiner Sicht eine fehlende Achtsamkeit. Ja, also man kann so viel Glück in seinem Leben entdecken und finden, wenn man nur die kleinen Sachen mal beachtet und die mal groß macht und die für sich annimmt und so. Und das sind einfach so Dinge, die habe ich früher nie gemacht. Früher gab es für mich nur die großen Ziele und diese kleinen habe ich einfach niedergetrampelt. Und das ist etwas, was du machen kannst, ganz egal, ob du Matula bist, Popstar bist, Kriminalpsychologe bist. Danke ganz, ganz herzlich. Das war eine sehr schöne, sehr intensive Runde. Danke Ihnen allen ganz, ganz herzlich. Wir sind schon ein bisschen über der Zeit. Deswegen ganz, ganz schnell Schluss. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Tolles Buch, tolle Biografie. Ich danke mich bei Klaus-Theo Gärtner und seiner Frau Sarah. Vielen Dank für den Besuch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir, Jens.
Jens Sendler von den Prinzen, der heute unser Gast war. Ich bedanke mich bei Dr. Thomas Müller, bei Olaf Seiche und bei Tobias Fennecker. Jetzt die Kollegin von Heute Plus und wir sind morgen wieder für Sie da, wenn Sie mögen. Bis dann. Danke. Schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da seid. Vielen Dank in Ihrem Studio und einen schönen Abend Ihnen zu Hause. Ja, willkommen. Willkommen zu dieser Sendung, in der wir gleich zu Beginn ein Ehepaar begrüßen wollen, das irgendwie so gar nicht zu den gängigen Klischees passt, muss man sagen. Und das, obwohl sie schon seit mehr als 13 Jahren zusammen sind, was bedeutet, dass es wunderbar läuft. Das erste Mal hat sie ihn als Schülerin im Fernsehen gesehen. Danach liefen sie sich durch Zufall immer wieder über den Weg. Und beim dritten Mal dann soll er endlich die Frage aller Fragen gestellt haben, nämlich, wollen wir vielleicht einen trinken? Und zwar mit dieser Stimme, die mich ja bis heute vermuten lässt, dass er und Volker Lechtenbrink wahrscheinlich ein und dieselbe Person sind. Matula ist die Rolle, die ihn in den 80er Jahren so berühmt machte, dass er irgendwann nichts mehr anderes spielen konnte. Als er irgendwann dann in einem Film über Helmut Kohl endlich mal Heiner Geißler spielen durfte, stand am nächsten Tag in der Zeitung, was macht der Matula in der Pfalz? Fluch und Segen, so wie überhaupt sein ganzes Leben zwischen Bombennächten in Berlin, sozialistischem Studentenbund in Göttingen und Kiffen in Afghanistan. Und es begann schon bei der Geburt, über die er schreibt, ich war so hässlich, als mein Vater mich sah, brach er in Tränen aus. Herzlich willkommen, Sarah und Klaus-Theo Gärtner. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Das ist hart. Das ist hart. So, und noch einer. Und noch einer heute bei uns, dessen atemberaubende Karriere Fluch und Segen gleichermaßen war. Er war und ist einer dieser fünf Jungs, die dem wiedervereinigten Deutschland als erste zeigten, der Osten, das ist nicht nur grau in grau, das ist bunt und lustig und nicht nur Niedergang, sondern steiler Aufstieg. Mit den Prinzen hat er unglaubliche 7 Millionen CDs verkauft. Und es gab Jahre, in denen sie an 300 Tagen irgendwo auf irgendeiner Bühne standen. Und trotzdem sagt er heute, ich wäre gerne nicht erfolgreich gewesen. Dahinter verbirgt sich ein Drama, von dem er jetzt zum ersten Mal erzählt. Es war 2001. Es war die Nacht, in der er seine Frau verlor. Herzlich willkommen, Jens Sendler. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Ja, und wir wollen heute mit diesen drei Männern über die Frage reden. Wir wollen über die Frage reden, wie kommt das Böse in uns Menschen und was bringt es tatsächlich zum Vorschein? Das wollen wir tun mit drei Männern, von denen jeder aus einer ganz anderen Perspektive darauf blickt. Er zum Beispiel blickt als Radioreporter seit Monaten auf die Akte Höxter, über die der Spiegel schrieb. Diese Akte dokumentiert menschliche Abgründe, die rational nicht mehr zu erklären sind. In sein Leben wiederum kam das Böse am 6. September 1991. Damals wurde seine Mutter von einem Mann entführt, der später als der Säuremörder Lutz Reinstrom in die Kriminalgeschichte einging. Und er wiederum gilt als einer der renommiertesten Kriminalpsychologen der Welt und hat den Sadisten Lutz Reinstrom Jahre später im Hochsicherheitsgefängnis mehrfach befragt und musste erleben, wie er, der Profi, von diesem Täter auf perfide Art und Weise selbst manipuliert wurde. Herzlich willkommen, Tobias Fennecker, Olaf Seiche und Thomas Müller. Ich freue mich sehr, dass Sie heute unsere Gäste sind. Also, es gibt viel zu besprechen. Ich würde gerne mit Ihnen anfangen, Herr Fennecker. Sie kommen gerade vom zweiten Prozesstag in Paderborn. Worum ging es da heute? Stichwort Akte Höxter. Heute war ja im Grunde genommen der erste richtig spannende Tag, würde ich fast behaupten. Weil am ersten Tag wurde ja in Anführungsstrichen nur die Anklage verlesen. Und es gab den ersten Antrag eines Verteidigers. Aber heute ging es ja dann direkt richtig in die Vollen, würde ich fast sagen. Denn es ging ja los mit der Vernehmung der Angeklagten, Angelika W. Und in den vergangenen Tagen wurde noch spekuliert, was sagt sie denn überhaupt? Und was macht auch der Verteidiger? Was schlägt er hier für eine Taktik vor? Und heute ging es dann aber weit über das hinaus, was wir erwartet hatten. Eigentlich sollte es nur um den Lebenslauf von ihr gehen. Aber da sie so detailliert erzählt, also ein Detailreichtum, den, glaube ich, keiner von uns für möglich gehalten hatte, haben wir schon wieder so viel erfahren, auch so viel Brutalität erfahren, die für uns alle ja, nicht vorstellbar ist. Man merkt an der Art und Weise, auch wie Sie erzählen, Sie sind ganz, ganz tief drin in diesem Thema. Wir schauen einmal kurz rein, ein kurzer Rückblick. Ist tatsächlich einer der spektakulärsten Kriminalfälle der letzten Jahre, der derzeit
da am Landgericht in Paderborn verhandelt wird. Angeklagt sind Wilfried und Angelika W. unter anderem wegen zweifachen Mordes durch Unterlassen, wie es im Juristendeutsch heißt. Das sogenannte Horrorpärchen aus Höxter soll über Jahre in seinem Haus Frauen gequält und gefoltert haben. So steht es in der Anklageschrift. Zwei Frauen überlebten dieses Martyrium nicht. Über Kontaktanzeigen lockte das Paar immer wieder Frauen in das Haus nach Höxter. Im April dieses Jahres dann kam die Polizei dem Paar durch Zufall auf die Spur, als nämlich Wilfried und Angelika ihr schwer verletztes Opfer Susanne F. aus dem Haus schaffen wollten, gab es eine Autopanne. Der herbeigerufene Notarzt brachte die verletzte Frau ins Krankenhaus, wo sie wenig später an ihren schweren Verletzungen starb. Schnell stellte sich heraus, Susanne F. war nicht das einzige Opfer. Angelika W. gibt in Vernehmungen zu, dass sie und ihr Ex-Mann bereits 2014 eine weitere Frau zu Tode gequält und den Leichnam beseitigt haben. Der Leichnam ist dann von dem Beschuldigten in einer Tiefkühltruhe in dem Haus tiefgefroren worden, in der Folgezeit immer wieder in kleinere Stücke zerteilt worden, die dann in dem Kaminofen des Wohnzimmers verbrannt worden sind. Die Asche ist dann an den Straßen der Umgebung verstreut worden jeweils. Mindestens 8 Frauen sollen in diesem Haus gelebt und gelitten haben. Es ging ganz offenbar um Machtausübung. Die Angeklagten beschuldigen sich im Prozess mittlerweile gegenseitig. Angelika W. spricht von Abhängigkeit und gibt an, ihrem Partner hörig gewesen zu sein. Doch die Frage ist, wie viele Opfer gibt es wirklich und wer war die treibende Kraft? Herr Fennecker, Sie haben diese beiden Menschen gerade vor Gericht erlebt. Was sind das für Menschen? Das ist ganz schwierig zu beurteilen, natürlich gerade jetzt zu Beginn. Bei ihm war es so zum Prozessauftakt, dass er sich ja fast noch positioniert hat für die Medien. Als er reinkam, hat er zum Prozessauftakt einmal kurz geschnauft und er sagte kurz sowas nach dem Motto, doch so viele. Und dann hat er sich aber minutenlang für die Kameras, für die Fotografen nochmal in Stellung gesetzt, hat sich ja auch hingestellt, die Brust raus und nochmal klar gemacht, jawohl, ich bin hier vielleicht der Herr im Hause. Sie hat beim Prozessauftakt eigentlich direkt klar gemacht, ich will, dass die Rolle des Opfers spielen. Und genau so ging es dann auch heute weiter, als sie dann ausgesagt hat. Sie hat im Grunde genommen Brutalitäten vorgetragen, aber mit einer Leichtigkeit, die wir uns nicht vorstellen können. Sie hat über Sachen gesprochen, dass er ihr zum Beispiel die Brüste blutig gebissen hat. Hat das aber erzählt, als wenn ich Ihnen erzählen würde, Herr Lanz, dass ich eben noch in den Supermarkt gehe, um Wurst oder Käse zu kaufen. Das ist ganz, ganz komisch. Man kann das